aktuellen Megapleite von Zielpunkt. Erst vor 3 Jahren war die Pfeiffer Handels GmbH beim damals schon angeschlagenen Nahversorger eingestiegen. Der Plan war, Zielpunkt zu sanieren. Doch immer tiefer rutschte die Kette in die Verlustzone. Um die ebenfalls zum Hause Pfeiffer gehörenden Ketten Nah und Frisch und Unimarkt nicht mit in den Abgrund zu reißen, wurde abrupt die Reißleine gezogen. Gestern noch im Job, heute schon im Schock. Als sich Echo am Nachmittag bei mehreren Filialen in Wien umhört, schlägt uns überall dieselbe Stimmung entgegen. Entsetzen bei Kunden und bei Mitarbeitern. So schnell kann es gehen in der Privatwirtschaft. Wir tun eigentlich wirklich nur die Mitarbeiter leid, die jetzt die kein Weihnachtsgeld kriegen, weil man weiß ja, dieser Insolvenzausgleichsfonds, wie lange das dauert. Also die tun mir wirklich leid. Ja, es wird immer unangenehmer und immer brutaler. Es schauen, glaube ich, vor allem die Privaten immer nur auf den Gewinn und nicht auf die soziale Kompetenz, die sie eigentlich haben sollten. Wir haben es alle nur durch die Medien erfahren. Ich habe nicht einmal gestern überhaupt von den Medien irgendwas gesehen. Wir haben das nur so bei SMS geschrieben. Schlimm alles eigentlich. Irgendwo hat man dann selber Angst um seinen eigenen Job, weil die ganzen Leute aus dem Zielpunkt haben das nicht gewusst. Normalerweise weiß man das ja mindestens 2 bis 3 Monate davor. Und das könnte bei uns genauso morgen passieren. Die Ungerechtigkeiten zwischen Staat und Privat sind also nicht der Hauptpunkt, der Sorge bereitet. Was wirklich beunruhigt, ist der Arbeitsmarkt an sich. Wer hegt Hoffnung bei aktuell 4? Angemeldet worden sind auch die knapp 3000 Zielpunkt-Mitarbeiter. Und auch für Kunden hat die Zielpunkt-Pleite erste Folgen, denn Gutscheine werden ab sofort nicht mehr angenommen. Rechtlich ungültig werden die Gutscheine zwar erst mit Anmeldung der Insolvenz, von Klagen raten Konsumentenschützer aber ab. Mitarbeiter sind wütend, sagt heute der Betriebsrat. Denn für den Weiterbestand von Zielpunkt sei kein Geld da. Gleichzeitig kaufe die Eigentümergruppe Pfeiffer 70 Immobilien, in denen die Zielpunktgeschäfte untergebracht sind. Also wenn Sie letzte Woche das Geld gehabt haben, diese Immobilien zu kaufen, und dann haben Sie am nächsten Tag kein Geld für uns, für unsere Mitarbeiter, für die Novembergehälter und auch für Weihnachtsgelder. Ja, die Optik sei schlecht, heißt es heute von Pfeiffer. Aber die früheren Eigentümer der Immobilien hätten von Zielpunkt sehr hohe Mieten verlangt. Mit dem Kauf habe man Zielpunkt entlasten wollen. Seit dem Frühjahr sei darüber verhandelt worden, dass der Kauf ausgerechnet jetzt über die Bühne geht, sei ein Zufall. Kritisch schauen heute auch die Lebensmittelhersteller auf die Zielpunkt-Pleite. Dadurch verschwindet ein weiterer Konkurrent der 3 großen Supermarktkonzerne, Rewe, Spar und Hofer. Sie würden daher noch mächtiger. Da gibt es eine Schieflage am Markt zwischen den Handelsunternehmen auf der einen Seite und den Lieferanten auf der anderen Seite. Da gibt es ein Machtgefälle. Das Ende von Zielpunkt würde dieses Machtgefälle noch verschärfen. Seit über 4 Jahren arbeitet Frau Ranjak bei Zielpunkt. Sie ist eine von 3000, die jetzt um ihren Job zittern. Ohne Vorwarnung war das einfach da. Wir haben nicht gedacht, dass sowas passiert. Wir hatten den Umbau die ganze Zeit, Filialen wurden eröffnet. Und dann von einem Tag auf den anderen, Zielpunkt des Konkursgangs. Ihr Unternehmen zahlt ab sofort kein Gehalt mehr. Auch nicht das Weihnachtsgeld, das am Monatsende fällig gewesen wäre. Das übernimmt der Insolvenzentgeltfonds. Allerdings mit Verzögerung von 1 bis 2 Monaten. Die Probleme von Zielpunkt waren hausgemacht, sagt der Experte. Die Positionierung von Zielpunkt ist auch bis dato nicht wirklich klar. Dafür hat das Unternehmen in seiner Vergangenheit viel zu viele Wechsel vorgenommen. Man hat es probiert auf der Discount-Schiene, das hat nicht funktioniert. Gegründet wurde man eigentlich als sehr seriöse Supermarktkette. Praktisch alle Handelsketten haben schon Interesse an Zielpunkt-Filialen angemeldet. Interessanterweise auch der Zielpunkt-Eigentümer selbst, die Pfeiffer-Gruppe, die mit Unimarkt noch eine weitere Handelskette betreibt. Zielpunkt ist ja teilweise auch im Gebiet von Unimarkt tätig, in Niederösterreich und in der Steiermark insbesondere. Dort ist es durchaus vorstellbar, dass Unimarkt Interesse für einzelne Standorte zeigen wird und versuchen wird, einzelne Standorte auch zu bekommen. Aber wäre es dann nicht fairer und ehrlicher gewesen, Sie hätten einfach
ein hartes Sparprogramm gefahren, hätten unrentable Filialen geschlossen und hätten das Ding gleich zu Unimarkt umgewandelt? Diese Zeit hatten wir nicht und auch nicht die rechtliche Möglichkeit. Denn in dem Moment, wo ein Insolvenztatbestand vorliegt, ist die Geschäftsführung einfach gezwungen zu handeln. Das alles hätte riesige weitere finanzielle Mittel gebraucht und wäre auch rechtlich absolut unzulässig gewesen. Für Konsumenten bedeutet das Ende von Zielpunkt noch weniger Alternativen. Denn der Lebensmittelmarkt ist von drei großen Ketten bestimmt. Spar, Rewe, zu der Billa und Merkur gehören, und Hofer. Manche Experten glauben, dass Einkaufen im Supermarkt künftig noch teurer wird als in vergleichbaren Städten. Die Arbeiterkammer hat vor kurzem einen Preisvergleich zwischen Wien und Berlin gezogen. Demnach kosten ausgesuchte Grundnahrungsmittel wie etwa Milch, Butter, Mehl oder Zucker in Wien deutlich mehr als in der deutschen Bundeshauptstadt, nämlich exakt 2,63 Euro mehr. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat bereits angekündigt, die Preisentwicklung in den nächsten Monaten genau zu beobachten. Damit neben den Zielpunktangestellten nicht auch noch die Konsumenten draufzahlen.